Palermos Podcast. Wir werden dir und den Deinen Gerechtigkeit verschaffen. Hallo und herzlich willkommen zum Palermos Podcast. Mein Name ist Mirena Palermo. Vor mir liegt meine wundervolle Führerin Celise. Und neben mir begrüße ich meinen heutigen interessanten Gast, Christine Detard. Heute wird's romantisch, denn wir befinden uns im Trausaal der Stadt Herne. Hallo Christine. Hallo Mirjana. Du bist Standesbeamtin bei der Stadt Herne. Und jetzt die Frage, was hat das Thema Ehe oder Eheschließung denn mit Inklusion zu tun? Also Inklusion findet sich meiner Meinung nach in jedem gesellschaftlichen Bereich. Und dementsprechend fällt natürlich auch die Eheschließung darunter. Auch ich habe schon einige inklusive Trauungen mit begleiten dürfen. Und das war noch mit Trauungen, die mit mir selber auch am nächsten gegangen sind. Ich habe ja damals meine Bachelorarbeit auch schon über das Thema Inklusion bei der Stadt Herne geschrieben. Und da hat mich das Thema schon auf jeden Fall gecatcht. Und hat mich dann auch im Arbeitsalltag natürlich immer begleitet, auch schon mit Kollegen im alten Bereich. Und Was war der alte Bereich und worum ging es in der Bachelorarbeit, um mal da anzufangen? Ja, also in der Bachelorarbeit ging es um die Inklusion tatsächlich, wie der Stand ist bei der Stadt Herne selber. Das habe ich ergründet und habe natürlich damals, vor gut 10 Jahren war es, auch natürlich Bereiche aufgetan, in denen vielleicht noch Verbesserungspotenzial bestehen würde, Bereiche, wo es vielleicht schon ganz gut lief, Bezug auch auf Zugänglichkeit von Gebäuden zum Beispiel, wo ich bis heute zum heutigen Zeitpunkt auch immer noch Verbesserungspotenziale sehe natürlich. Und damals war ich ja im Fachbereich 25 beschäftigt in den Steuern. Der ist ja gehörlos. Und da habe ich mir auch ein bisschen die Gebärdensprache angeeignet. So im Allgemeinen, wenn man es natürlich nicht regelmäßig macht, verlernt man natürlich auch eine Menge wieder leider. Aber da bin ich so das erste Mal wirklich dann auch in Kontakte gekommen. Okay. Eheschließung, du hast gerade gesagt, dass du auch schon inklusive Trauungen hattest und dass das die Trauungen waren, die dich emotional berührt haben. Was waren das für Trauungen, was waren das für Paare und was hat dich daran emotional berührt? Oder was war vielleicht anders als bei Paaren, die eben keine Behinderung haben? Denn jede Trauung ist ja schon individuell und sehr emotional. Was war der Unterschied und was war vielleicht aber auch einfach total gleich oder in Anführungsstrichen normal? Ja, also grundsätzlich lässt sich sagen, dass für mich aus meiner Sicht jeder Mensch wirklich gleich ist, ob Beeinträchtigungen vorhanden sind oder eben nicht. Das ist, finde ich, ganz wichtig vorweg schon mal zu sagen. Im Grunde ist der Ablauf sehr ähnlich. Es gibt vielleicht gewisse Hilfestellungen, die man dann gibt, wenn jetzt zum Beispiel jemand, der nicht sieht, also blind ist, dann die Hand führen, wo unterschrieben werden muss, was man jetzt bei einen sehenden Menschen vielleicht macht, indem man drauf zeigt, hier muss unterschrieben werden, dass man da in gewissermaßen Hilfestellung gibt. Bei gehörlosen Trauungen hatten wir dann häufig auch wirklich Gebärdendolmetscher mit dabei, die das Ganze übersetzt haben. Ist auch nicht viel anders als jetzt eine Trauung von Mitbürgerinnen, die vielleicht nicht Deutsch sprechen. Also vom Ablauf her ist es sehr ähnlich, kann man sagen. Und was hat dich emotional am meisten berührt? Und was für Menschen mit Behinderung hast du bisher getraut? Du hast gesagt, blinde Paare, gehörlose Paare. Gab es noch weitere individuelle Paare, an die du dich erinnerst, die du getraut hast? Genau, es gab auch Menschen mit vielleicht, ich sag mal, geistigen Beeinträchtigungen, wo man in der Anmeldung ja auch prüfen muss vorab als Ehevoraussetzung. Wie ist die Ehevoraussetzungsprüfung, müssen wir prüfen, ist jemand geschäftsfähig. Das müssen wir dann entsprechend abfragen bei Menschen, vielleicht mit leichterer Sprache auch, weil gerade diese Behördensprache kann ja auch sehr kompliziert sein. Und wenn mir dann aber jemand sagt, ich weiß genau, was es bedeutet, für den anderen einfach ein Leben lang da zu sein, ich liebe den anderen, das reicht mir aus, um sagen zu können, ja, die Person versteht, was es bedeutet, eine Ehe mit jemandem einzugehen. Und was mich wirklich am meisten berührt hat, war damals eine Trauung von 2 blinden Menschen, muss ich sagen. Weil das war für mich so ein Moment, die haben sich nie im Leben gesehen, die haben sich nur gehört, gefühlt in dem Sinne und haben sich in den anderen verliebt, ohne ihn jemals gesehen zu haben. Und das ist mir extrem nahe gegangen, weil ich mir dachte, wie schön muss es sein, wirklich den Menschen als solchen zu sehen und nicht
das Erscheinungsbild, das Äußere, was in der heutigen Gesellschaft ja leider auch häufig der Fall ist, dass Paare nicht zueinander finden, die vielleicht super passen würden, weil direkt übers Aussehen gegangen wird. Und dementsprechend, das ist mir auf jeden Fall sehr, sehr im Herzen und im Kopf geblieben, diese Trauung. Ja. Oh wow, das ist schon auf jeden Fall auch ein Gänsehautmoment. Und ja, dann hast du quasi mit diesem blinden Paar das größte und emotionalste Blind Date sozusagen begleitet. Genau. Sehr, sehr schön, wunderschön. Wir befinden uns ja auch gerade, wie ich ja schon gesagt habe, in dem Trausaal. Und das, was ich als blinder Mensch so mitbekomme, wir haben Holzboden, der so ein bisschen knarzt und hohe Decken und die Raumakustik fühlt sich auch nochmal sehr, sehr einmalig an. Vielleicht kannst du uns den Raum mal für die Hörerinnen und Hörer beschreiben, was man sieht, denn die Wahrnehmung ist schon ein sehr, sehr schöner Raum, was ich so wahrnehme. Ja. Also es ist wirklich einmalig. Das war auch, als ich das erste Mal hier reinkam, um die Trauung wahrzunehmen. Damals in der Ausbildung haben wir immer eine Führung bekommen. Da hat man das natürlich nochmal ganz anders wahrgenommen, als wenn man auf der anderen Seite des Tisches sitzt und die Trauung dann auch vornimmt. Ist ein sehr, sehr schöner Raum, denkmalgeschützt auch, mit sehr schönen Holzboden, der, wie du ja auch schon sagst, sehr knarzt, wenn man drüber geht. Das gibt dem Raum gerade so einen Charme, finde ich. Auch diese dunklen, vertäfelten Wände, sehr, sehr schön, alles noch erhalten von damals. Ein großer Kronleuchter auch, was ein ganz eigenes Bild natürlich gibt. Dann wie so ein Erkerfenster hinten natürlich, hinter dem Platz, wo ich dann quasi Platz nehme bei Eheschließung, mit schönen roten Vorhängen, dunkelrot, Bordeaux-Vorhängen, auch die ganzen Sachen für die Eheschließung, die Mappe, die Ringkissen, wo die Unterlage unterschrieben wird, auch alles in diesem Bordeaux-Rot also gehalten. Manche sagen, das wäre ihnen zu dunkel. Ich persönlich finde, es hat doch Charme. Wir haben ja auch durchaus andere Trauseele noch in Herne, wenn einem das jetzt nicht zusagt, wo dann vielleicht im Schloss Strünkede was heller ist, was aber auch seinen Charme hat, eben auch durch diese Holzböden, die genauso knarzen oder so, ist um einiges heller, ist so ein persönliches Gusto, was dann eben dort mitspielt. Ich finde es auf jeden Fall auch sehr, sehr einmalig, auf jeden Fall. Ja, also Liebe ist grenzenlos, egal ob mit oder ohne Behinderung. Liebe ist ein Gefühl, was ja, jeder fühlen kann und auch die Ehe für alle beinhaltet eben nicht nur Diversity, LGBTQI+, sondern eben auch Ehe für alle, für alle Menschen mit sämtlichen Einschränkungen, in Anführungsstrichen. Genau. Ja, dann freue ich mich, wenn sich weitere Menschen vielleicht auch noch trauen, sich zu trauen von dir oder von deinen Kolleginnen. Ja. Auf jeden Fall war es vielleicht auch noch wichtig, wäre anzuführen, wir machen ja auch nicht nur die Eheschließung im Standesamt, es sind ja auch Sachen wie Geburten zum Beispiel und da sind natürlich die Kolleginnen auch schon in Kontakte gekommen mit jeglichen Beeinträchtigungen und dementsprechend ist das natürlich auch noch so ein großer Punkt, der dazu kommt, dass auch Menschen auch mit Beeinträchtigungen natürlich das Recht auf Familie, auf Liebe, auf alles haben, was jeder andere Mensch eben auch hat. Alle Menschen sind gleich. Absolut. Und da kann man auch sagen, dass wir in Herne durch unser Personal und auch ihr hier im Standesamt auch wirklich gut einfach aufgestellt sind. Dass, wie du schon sagst, jeder Mensch ist gleich und egal welcher Bürger oder Bürgerin Anliegen haben, wir sind hier einfach alle für jeden da und offen und es gibt einfach keine Grenzen, die es nicht zu überwinden gilt. So ist das, ja. Ja, vielen Dank. Danke für das Interview. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und jetzt wünsche ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern schöne Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge Ende Januar. Vielen Dank, Christine. Sehr gerne und auch von mir noch schöne Weihnachtsfeiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank. Wer ab sofort keine Folge mehr verpassen möchte, der schaut doch gern mal bei Spotify oder auf der Internetseite der Stadt Herne vorbei. Und wer mitmachen möchte und etwas zum Thema Inklusion beizutragen hat, der meldet sich gerne bei miriana.palermo@herne.de.